Let's go, Boys! Willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battleground! Ich habe gerade reingeladen und. Alter, gerade noch so. Ich hatte noch nicht mal einen Ladebildschirm. Alter Schwede. Gerade mal aussuchen, mit wem geht. Alter, was ein Stress. Was ein Stress. Und. Go. So, und falls ihr euch das letzte Mal eigentlich auch schon und heute fragt, wieso ich so zerknautscht aussehe, was ich tatsächlich tue. Ich habe gerade geschlafen. Eine halbe Stunde. Und es war göttlich und ich will dahin zurück. Oh Gott, Hunger habe ich auch. Ich könnte eigentlich mal was essen. Steht mir die Frage, was gibt es nachher zu essen? Also, das kann ich mir nachher zu essen machen. Tiefkühlpizza geht immer. Tiefkühlpizza im Haus? Warte mal. Ich hab so Mini-Pizzen, so Piccolinis oder was auch immer. Oder Pommes. Pommes wären auch geil. Boah, aber so eine richtige Pizza bestellen, das wäre auch. Okay, die Gedanken sind schon mal nachher. Schauen wir erstmal, ob wir das hier überleben. Ist noch jemand da? Ich sehe da unten auf den ersten Blick niemanden, aber es hat uns ja in der letzten Folge auch nicht darin gehindert, richtig fertig gemacht zu werden. Obwohl, es war, glaube ich, nicht der Typ beim ersten Match. War, glaube ich, ein anderer, aber... Hey. Wer zählt das schon? So, ich hacke jetzt erstmal das große Haus hier. Halbwegs große Haus. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Chance auf Loot als bei den Babyhäusern da. Ah, was haben wir hier? Okay. 45er, das weist für mich hin auf eine Vector. Vector, sehr geil. Allerdings hätte ich dafür gerne ein erweitertes Magazin. Und auch eine Sache, die hier auch mal machen könnten beim Spiel ist, dass man... Baseballmütze. Ist, dass der Typ oder der Spielcharakter halt... Türen aufmachen kann, während man nachlädt. Das ist so bescheuert, wenn du ja erstmal, keine Ahnung, ein paar Sekunden vor der Tür stehst, willst da rein und du kannst einfach nicht, weil der Typ noch am Nachladen ist. Ja, nichts unten drunter. Holographisches Visier. Oder wenigstens schon mal etwas. Können wir ja gerade hier draufsetzen. So. So, was haben wir hier? Gasmaske. Nur für den Fall. Ich glaube nicht, dass wir ein Scharfschützengewehr finden, obwohl letztes Mal war es ja auch da und dann hatten wir keine Mods. Liegt hier oben nichts rum? Willst du mal schwa... Mantel. Toll. Ich will keinen Mantel. Ich will Stuff, mit dem ich Leute umbringen kann. Amidas 2017. Ich möchte Stuff, mit dem ich Leute umbringen kann. Vielleicht irgendwas? Was haben wir denn hier? Eine Pistole. Na gut, die teilt sich dann halt die Munition mit der Vector, aber... Taktisches Lager... In erster Linie bräuchte ich, glaube ich, jetzt erstmal einen Rucksack. Dass ich auch Stuff mitnehmen kann. Oh, was haben wir denn hier? M16. Ja, genau. Kann allerdings keine Munition mitnehmen, weil ich keinen... ...fickten... ...Rucksack hab. Oh. Wenigstens Stufe 1 Rucksack. Was habe ich denn diesmal? M16 A4. Keine M416. Meine Güte. Holographisches Visier. Auch hier oben nochmal drauf. 9mm brauche ich nicht. Ich brauche 45er. Ganz viel. Und natürlich hier die 556er. Ah, können wir das jetzt auch mal nachladen. Und die Pistole nur für den Fall auch mal nachladen. Schwöre an Auto.
Shotgun oder die Vector? Ja, ich probiere es mal mit der Vector aus. Hatte ich so bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ich habe bis jetzt immer ganz gut mit den Schrotflinten gearbeitet. Gearbeitet, hört sich so professionell an. Das ist natürlich kein Spiel für mich hier. Das ist harte Realität. Weil ich als professioneller Online-Gamer bin natürlich immer ESL-tauglich. Wie könnte man etwa... Oh, Vierfachsucher. Nice. Natürlich auf die Vector. Natürlich. Splittergranate unten rein. Das ist doch jetzt mal ein bisschen besser, das Setup. Geht die Tür hin. Okay. So ein Vorderzimmer. Wo geht die Tür hin? Ich möchte nur nicht raus. Okay, Treppenhaus, alles klar. Treppenhaus ist gut. Haben wir den? Ja, haben wir. Holographisch brauche ich dann eigentlich nicht mehr. Rotpunkt ist mir ein bisschen lieber als holographisch. Auch kaum was drin hier. Fingerlose Handschuhe. Brauche natürlich jeder. Oh Gott. Mündungsfeuerdämpfer. Stufe 2 Helm. Hier drüben ist gar keine. Ugh. Ich dachte, da drüben wäre auch noch eine. Tür. Mündungsfeuerdämpfer. Kein Suppressor, kein Schalldämpfer. Auto. Ich kann es nur noch nicht orten. Puh, es geht wieder los. Ich werde wieder angespannt. Dabei ist das so ein entspannendes Spiel hier. Warte mal, hatte ich das jetzt? Da oben ist das die Tür? Ja, okay, hatte ich jetzt alles hier oben. Brauche ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Munition für mein Gewehr. Nicht unbedingt für die Vector. Ah, für die Vector hätte ich gern ein erweitertes Magazin. Und natürlich Erste-Hilfe-Sachen. Nehme ich sehr, sehr gerne. Polizei. Oh, Stufe 2 sogar. Nein, brauche ich alles nicht. Oder? Warte mal, was war denn das? Was warst du für ein... Stufe 3, oh, gar nicht gesehen. Wuhu, nice. Ich bin immun gegen Headshots. 2 Minuten später. Boom, Headshot. So, gehen wir da drüben nochmal rein. Sicherheitshalber die Tür zu machen. Oh, Shotgun auf dem Boden. Nichts hier drin. Da war ein Verband. Nicht M416. Nein. Okay, hab ich genug? Ist noch irgendwas? Nein. Nichts, was ich so gebrauchen könnte. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob die Gasmaske, Schalldämpferpistole, ob die Gasmaske irgendwas bringt. Ob man da vielleicht näher, also länger in dem Gas, in Anführungszeichen, überleben kann. Tarnfarbe. Probieren wir mal aus. Alter! Was ist denn das für eine Tarnfarbe? Schneetarn oder sowas. Winterkamouflage. Natürlich perfekt geeignet für diese Witterungsverhältnisse hier. Wo sind wir überhaupt? Oh je. Also ich könnte mich hier... Genau, die rote Zone, danke. Das hier ist so ein Steinbruch oder sowas, ne? Ich könnte mich da drüben so hinmachen. Ich könnte mich erstmal da so hinmachen. Eigentlich mittlerweile auch ziemlich gut Munition hierfür. Ja, was ich tatsächlich weniger habe, sind Verbandsachen und so. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Puh, ich bin gespannt, wie der Vector sich macht. Habe ich bis jetzt eigentlich im Internet nur Gutes gehört, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert.
Wenn ich... Ja, pass auf, ich laufe mal da drüben so hin. Huhuhuhu. Ich laufe jetzt in die rote Zone rein. In die rote Zora. Ich kann mal... Ja, die wird ja gleich aufhören. Oder? Hoffentlich. Ja. Wunderbar. Und dann gucke ich mal, dass ich da so ein einzelnes Haus bekomme irgendwo. Was vielleicht nicht ganz so... Das ist ein Turm. Nein, danke. Ich möchte keinen Turm. Ich möchte ein einzelnes Haus. Schwöre, ein Auto. Ganz noch nicht ganz orten. Irgendwo nordwestlich von mir, aber wo ich jetzt hinlaufe. Oh oh. Das hört sich so an, als hätte mich gerade jemand auf Steam eingeschrieben. Die Häuser sehen dem ersten Anschein nach so aus, als wären sie leer. Türen sind alle zu. Na, no, voilà. Da habe ich die Tür ein bisschen zu vorschnell wieder selbst zugemacht. Ah, so ein Haus. So Häuser habe ich ganz gerne, immer mit einer Shotgun. Mündungsfeuerdämpfer habe ich schon drauf, ne? Mündungsfeuerdämpfer, richtig. 556er braucht, ne? Ja. Ah. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Verband. Hier ist schon nichts drin. Und Rucksackstufe 2, so habe ich ihn. Stufe 1, na gut. Mehr Verbandszeug. Ich bin im Ring. Ist hier drüben noch irgendwas drin? Nein. Gehe ich mal hoch, gucke, ob hier irgendwas. So, also ein bisschen vorher um die taktische Lage. M16A4, nicht M416. Präg dir das ein, verdammt nochmal. Okay. So, haben wir drüben noch einen Raum. Und was finden wir hier? Nichts, was wir so gebrauchen könnten. Okay. Gut, dann kann ich mich mit meiner Vector eigentlich getrost hier hinsetzen und erstmal warten, dass jemand reinkommt. Gut, der Kreis ist jetzt immer noch ziemlich okay. Kann man hier von irgendwo gut reingucken? Ja, von dem Hügel vielleicht. Falls jemand Scharfschützengewehr hat, will ich mich absichern. Das ist natürlich für lange Reichweiten hier. Perfekt. Jetzt noch ein Schalldämpfer. Dann wäre es wirklich super. Ja, der Hügel hier macht mir tatsächlich ein bisschen Gedanken. Von daraus kann man vielleicht auch da in Shit. Genau deswegen. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich mir galten. Aber ich glaube, ich nehme an, dass mich jemand gesehen hat gerade. Und da einfach mal reingefeuert hat. Ich weiß nicht, wo sie herkam. Irgendwo von Norden. Hat sich ein bisschen nordöstlich angehört. Aber keine Garantie. Aber von da. Naja, von da drüben bin ich eigentlich auch nicht allzu sicher. Da könnte jemand reinfeuern. Von da aus könnte auch jemand reinfeuern. Von da glaube ich jetzt nicht. Das heißt, wenn ich beschossen werde, dann von dort oder dort. Das heißt, ich ziehe mich dann irgendwie so zurück. Ja, dann kann man nicht von da vorne, aber... Ja, okay, das ist der Plan. Ansonsten gucke ich einfach, dass ich hier mit meinem Superhelm, mit meinem 230 Schutz-Schweißerhelm oder was auch immer das sein soll,
die Kugeln einfach so abfange. Einfach so, pum. Kein Thema. Magnumgeschoss auf die Rübe. Macht mir nichts aus. Ich habe einen Schweißerhelm, der hält das ab. Oh, Top 40 sind noch ziemlich viele am Leben tatsächlich. Sehr, sehr viele. Also, dass der dafür, dass wir jetzt schon beim zweiten oder dritten sind. Zweiten oder dritten Kreis. Wie genau haben die mich beschossen? Weil das Fenster hier ist noch ganz. Die Fenster sind auch noch ganz. Sind alle Fenster noch ganz? Aber es waren definitiv Schüsse auf mich. Ich hab die auch neben mir, direkt neben mir einschlagen hören. Ja, vielleicht sollte ich die Vector mal auf automatisch stellen. Dich. Über. Ich höre Schritte. Wir können uns hier noch wunderbar verschanzen. Noch. Mal gucken, wie lange es angeht. Wie lange das noch andauert. Ah, falls wir hier überrannt werden und zurückziehen müssen. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist noch ein kleiner Raum. Das hier sieht ganz nach einem Balkon aus. Möchte ich jetzt nicht aufmachen. Ich möchte auch, wie gesagt, nicht allzu viel rumlaufen eigentlich. Nur für den Fall, dass wir Gesellschaft bekommen. Weil dann wissen die auch schon, ah, okay, hier ist jemand drin. Da bin ich mal vorsichtig. So, dann gucken wir uns gleich mal den neuen Kreis an, der sich hier auftut. Puh. Ich hatte es bis jetzt tatsächlich noch nie, dass die letzten Kreise... Oh. Ah, hier... Könnten Pech haben und uns nach Norden zurückziehen müssen. Oder ist das dann nach Norden vorstoßen? Ist ein bisschen kacke. Weil wir schon wissen, dass auf dem Hügel jemand war. Auf dem Berg. Hügel, Berg, wie auch immer. Nächste Verkleinerung in 2 Minuten. 33 Leute sind noch im Leben. Rassistische Maske, keine Ahnung, ob das was bringt. Aber den haben wir gut mitbekommen. Den habe ich gerade noch gehört. Der kam reingelaufen. Schüsse. Westlich, so wie es anhört. So wie es sich anhört. 29 ist noch am Leben. Ich weiß auch gar nicht, ob der mitbekommen hat, von wo er gerade beschossen wurde. Hier nochmal nach hinten umgedreht. Ja, hier die Tür mit der Treppe so genau gegenüber. Das schon. Ist eigentlich schon ziemlich fies, der Spot hier. 20 Sekunden noch. Dann wird das Ganze verkleinert.
Gott. Ob er wusste, ich frage mich das jetzt die ganze Zeit, ob er wusste, von wo er beschossen wurde. Weil er hat sich noch so umgedreht, weil ich stand hier oben und er hat sich dann noch so nach draußen umgedreht. Na, was macht ihr so? Uah. 27 Leute noch. Das sind mir 26 zu viel. Schüsse. Relativ nah Nordwesten. Ja, wenn die im Nordwesten sind, dann werden die wahrscheinlich nicht hier runterkommen. Die werden dann wahrscheinlich irgendwo hier auf dem Hügel sich festsetzen. Sei denn, die sehen mich jetzt hier durch irgendwas durch und snipen mich weg. Das ist noch meine größte Sorge hier. Dass sie mich dadurch irgendwie sehen oder aufklären oder sowas. Und mich dann da wegsnipen. Ich meine, da reicht ja auch ein Vierfachsucher. Gibt ja noch Achtfachsucher, gibt ja noch. Im Internet habe ich mal gelesen, es gäbe wohl auch 30-Fachsucher, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Gerade für so AWMs oder so, also die richtig krassen Scharfschützengewehre. Auto. Kommt direkt hierher. Steht direkt vor der Tür. Steht die fucking direkt vor der Tür. Ausgeschaltet. Wo willst du hin, mein Freund? Willst du hier rein oder willst du woanders rein? Kommt noch ein Auto. Da kommt noch ein Auto. Ich stehe jetzt auch direkt vor der Tür. Shit. Ja, Schritte. Und noch ein Auto. Westlich von hier. Hier auf jeden Fall ein paar Schritte. Ich weiß nicht, ob die Schrotflinten für die Situation hier nicht besser wären. Weil Schrotflinte, so ein Treffer, also auf so kurze Distanz wie jetzt hier, ein Treffer in die Brust und der Gegner ist tot. Bei der Vector weiß ich gar nicht, wie viele Schüsse das braucht. Derjenige hat auf jeden Fall eine Shotgun. Hat gerade einen hier direkt neben mir getötet. Das heißt, wenn der jetzt hier reinkommt und mich einmal trifft, bin ich auch tot. Top 20 Boys. Ich möchte jetzt aber auch nicht raus, ne? Ich höre immer noch die Schritte. Das heißt, irgendjemand ist hier noch. Er muss ja. Der eine, der den anderen gerade hier neben getötet hat. Ah, im Westen sind noch mehr Schüsse. Top 18 Boys. Wir schaffen das. Irgendwann. Irgendwann schaffen wir es. Im Kreis. Holy shit. Was war denn das für ein Geräusch? Das Geräusch kannte ich gar nicht. Ich hoffe, die Tür ist die wirklich der einzige Zugang hier in das Gebäude. Ansonsten bin ich richtig am Arsch.
Ich glaube, es ist zumindest der einzige Zugang hier hoch. Das heißt, die Treppe müsste eigentlich sicher sein. Also die Treppe müsste der einzige Zugang hier hoch sein. Kann natürlich sein, wenn das Gebäude hier auch noch ein... Shit. Die Schüsse kommen immer näher. Wenn das Gebäude hier auch noch einen Balkon hat, dass hier jemand mit dem Auto vorfährt, und ich weiß ja nicht, wo die da draußen eben ihre Autos geparkt haben, springt auf das Auto, springt auf den Balkon, irgendwie so, und kommt dann hier hinten rein. Ich hoffe, dass niemand auf die Idee kommt oder dass das nicht geht. Puh. Top 13 Boys. Und Girls. Muss ich mal wieder dazu sagen. Wie gesagt, die 1,9% Frauen, die mir zugucken. Ansonsten 98,1% Männer und Boys. Ihr seid alle meine Boys, egal was für Geschlecht. Ist das schon wieder rassistisch? Ich weiß, ach Gott. Antifeministisch? Ach Gott. Ihr wisst, was ich meine. So soll es auf jeden Fall nicht rüberkommen. Muss man extremst aufpassen heutzutage. Kommt hier nochmal jemand rein, oder? Ich möchte nicht rauskommen. Je nachdem, wo der nächste Kreis gleich hingeht, kann ich hier vielleicht nochmal aus den Fenstern hier noch ein bisschen raussnipen. Ich hätte so gerne einen Schalldämpfer für mein Gewehr. Oder ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Das wäre natürlich noch besser. Auto. Da drüben. Nee, kein Auto. Motorrad. Und mehr Schüsse im Westen. Im Westen ganz viel Neues. Das war da. Ich höre jemand kriechen. Oh, wir haben den Kreis immer noch. Können im Grunde genommen warten, dass hier einer reinkommt. Ich weiß nicht, das sieht jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so spannend aus. Ich hoffe, mein Commentary macht es ein bisschen spannender. Top 10 Boys. Das war wieder sehr nah. Der ist, glaube ich, im Nachbargebäude da drüben. Der hat eine AWM. Also ziemlich die krasseste Waffe, die man hier bekommen kann. Ein Scharfschützengewehr. Also es gibt auch noch andere Scharfschützengewehre, einen Karabiner 98K gibt es, glaube ich, noch. Und eine SKS. SKS, glaube ich, auch ein Scharfschützengewehr, ne? Aber die AWM, die gibt es, glaube ich, nicht so hier im freien Spiel. Die gibt es nur bei Loot-Abwürfen von Flugzeugen. Habe ich zumindest sonst so noch nicht gesehen. Sieben Dudes. Jetzt kommt es wirklich darauf an, wo der Kreis hingeht. Ob ich hier raus muss oder ob die anderen da raus müssen. Darauf läuft es jetzt im Grunde genommen hinaus. Weil hier sitzen jetzt wahrscheinlich jeder sitzt in seinem kleinen Häuschen und wartet darauf, dass die anderen reinkommen. Und es ist jetzt wirklich die Frage, wo geht der Kreis hin? Da kommt noch ein Motorrad und ein Fahrzeug. Und wer wird gezwungen sein, rauszugehen? Bitte nicht wir. Wenn wir rausgehen, sind wir sowas vom Tod. Weil die anderen Dudes, die. Ich weiß, wo die anderen sitzen, die wissen, wo ich sitze. Ich bin immer noch sicher. Ganz am Rande des Kreises, aber immer noch sicher. Ja, die Dudes im Südwesten müssen jetzt aus ihren Häusern raus. Ich möchte mich nicht bewegen. Ich möchte keine Aufmerksamkeit auf mich oder dieses Haus hier richten. Dass die Leute hier, wenn dann, einfach reinspazieren und ich noch einen freien Kill abgreifen kann. Ich meine, einen Kill kann ich dadurch vielleicht noch bekommen. Zweiten Kill wird wahrscheinlich schwierig, weil ich danach die Tür unten nicht mehr zumachen kann. Weil in dem Moment, wo ich nach da unten gehe, da werden
zwei, drei Leute auf die Tür zielen. Und wenn ich mich da unten zeige, tot. Kommt hier noch jemand rein? Oh, da ist jemand direkt neben meinem Haus. Im Freien unten. Die sind direkt neben meinem Haus. Direkt daneben. Kommt jetzt noch einer rein, oder? Top 5 Boys. Östlich, westlich und südlich von mir sind Leute. Ob nördlich noch jemand ist, weiß ich nicht, höre ich nicht. Kommt hier noch jemand rein, oder? Shit. Okay, alles klar. War eine blöde Idee. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, jetzt wissen die, wo ich bin. Hätte ich mal weiter hier gestanden, hätte ich mal weiter gekämpft. Shit, ich muss raus. Ich weiß auch nicht genau, wo die sind. Könnten auch da hinten am Auto sein. Das ist der Reifen. Der Baum und die Mauer da drüben sind auch innerhalb des Spielbereichs. Ich kann mich hier nicht zufällig so an die Ecke stellen. Aber das ist alles so close range. Top 3, Boys! Ist der hier oben drin? Noch zwei Leute am Leben. Ist er hier oben drin? Ich höre ihn. Ich will, dass er hier rauskommt. Okay, im Grunde genommen, ich habe zwei Mü Der ist oben. Der ist da oben drin. Aber wenn ich hier jetzt durch das Ding gehe, dann bekomme ich massiven Schaden. Das heißt, eventuell muss er da rauskommen. Kann er daraus springen irgendwo? Ich kenne das Gebäude nicht so gut, leider. Wie kommt er da raus oder kommt er nicht raus? Er ist da oben drin. Ich kann und will nicht durch das Blaue hier gehen.
Ich hoffe immer noch, dass er hier rauskommt. Wird die Spielfläche irgendwann noch mal kleiner gemacht? Ich weiß gar nicht. Wie kann ich eigentlich... Warte mal. Granate? Ah, shit. Ich dachte, er wollte nicht rausbekommen, die Spielfläche wurde einfach kleiner gemacht. Nice! Zweite Aufnahme, erster Sieg. Okay, er wollte nicht rauskommen, ich wollte nicht hochgehen. So kann's gehen. Oh, schön. So, das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht beim Zukommen, aber hey, ich habe gewonnen, das ist alles, was zählt. Nein, nice. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.